Historisches! Hey ho! Herzlich willkommen zu einem, so kann man das wirklich sagen, unbeschreiblich heißen Video, denn erstens, ich habe mich heute mal hingesetzt und habe mir wieder was ganz Cooles für euch ausgedacht und draußen sind gefühlt schon 30 Grad und in meinem Zimmer, da ich unter dem Dach wohne, gefühlt 40. Und dass das noch nicht genug ist, wenn ihr irgendwelche Hintergrundmusik hört, wenn ihr ganz genau hinhört, dann liegt das daran, dass bei mir momentan übers Wochenende Dorffest ist. Yay! Und das so verdammt laut pumpt und ich direkt nebenan wohne. Leute, ihr müsst euch vorstellen, Tag ein, Tag aus läuft jetzt bis zum Ende des Wochenendes diese Musik hier. Lasst mich euch das mal kurz zeigen. Okay, gleich nimmt mich keiner mehr ernst. Okay, gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Ein paar Sekunden später. Es ist so heiß. Gut, kommen wir jetzt aber zum richtigen Video. Und zwar dachte ich mir heute, ich will euch nicht nur irgendwie 10 Redstone-Schaltungen oder 10 Fallen oder 10 Bauten zeigen, sondern ich möchte mich wirklich hinsetzen und suche mal, ich streue da wieder durchs Minecraft-Netz und suche mir wirklich wieder, sagen wir mal, 3 wirklich geile Schaltungen, die ich euch diese Woche präsentieren möchte auf den Substack. Und ich würde sagen, ich spanne nicht weiter auf die Folter, legen wir direkt los. Hier auf der ersten Map habe ich eine Hydra. In Vanilla Minecraft. Ich hoffe mal jetzt, dass die meisten von euch die Hydra kennen, was das ist. Das ist dieses mehrköpfige Wesen. Wenn man einen Kopf abschlägt, wächst noch einer nach. Gut, das zur Erklärung. Ich zeige euch mal eben die Redstone-Schaltung, die hinter dieser genialen, wirklich genialen Schaltung steckt. Also das hier ist die komplette Redstone-Aufmachung. Über 1000... 1, 2, 3... Das sind auf alle Fälle eine Menge. Kommen wir zum Guide, wie wir die Hydra aufbauen. Da haben wir die Hydra und so beschwören wir sie. Das bedeutet, ihr könnt euch die Map hier runterladen, dann ist die quasi aufgebaut und dann könntet ihr überall diesen Altar hier bauen, der folgendermaßen funktioniert. Ihr braucht quasi 4 Säulen. Auf jede Säule muss ein Kopf eines Monsters, Skelett, Zombie, Creeper und Wither-Skelett. Und ihr braucht einen Nether-Star. Den nehmen wir schon mal, Nether-Star. Denn ich mache das jetzt nicht irgendwie, ich baue das jetzt nicht nach, sondern ich weg damit. So, man bekommt natürlich die Anweisung, was man machen muss. Wir machen es mal eben. Wither-Kopf, Skelett-Kopf, Zombie-Kopf, Creeper. Und jetzt hauen wir direkt hier noch den Nether-Star rein. So, komm! So, jetzt spawnt sich die Hydra, wartet. Bam! Da haben wir sie! Die ist jetzt noch einköpfig, die kann man natürlich. Wunderschön, oder? Der Knopf hier empfiehlt uns schon folgende Rüstung, quasi so eine Diamantrüstung. Jetzt nehmen wir uns den Bogen. Ja, ist ja noch Englisch. Bow, zack. So, und wenn wir jetzt den Kopf attackieren. Hä, sag mal, bist du unverwundbar? Was ist das denn für ein Hacker? Bam, Junge! Wow! Willst du Stress? Auf alle Fälle, immer wenn man der Hydra quasi einen Kopf abschlägt, wächst dir ein weiterer nach. Das ist krass creepy. Yo, hier auf der nächsten Map habe ich wirklich was Geniales. Das ist wirklich richtig fett, was ich hier gefunden habe. Und zwar eine Clone Machine. Eine Klonierungsmaschine. Klonier? Heißt das Klonierung? Egal, ein Klonautomat, sagen wir einfach mal dazu. Hier kann man seine eigene Super-Duper-Mega-Army erschaffen, die wir da vorne direkt in das Portal jagen. Dafür müssen wir uns nur... Oh, wir sind doch gar nicht im Game-Mode. Game-Mode 1. Sagen wir, wir nehmen uns ein Eisenschwert. Nee, warte, wir machen mal so einen typischen Kämpfer. So einen ganz normalen. Wir nehmen Steinschwert. Das. So typischer SG-Spieler. So, den nehmen wir uns jetzt. So, zack, ziehen das an. Lassen uns schön einscannen. Zack. So, jetzt sind wir hier eingescannt. Das ist nämlich der Scanner. Und jetzt aktivieren wir das Fließband. Zack. So, jetzt geht's los. Problem an der ganzen Sache ist aber halt wirklich einfach, dass ich hab's probiert, die Map aber nicht auf der 1.8 richtig funktioniert, sondern man den Snapshot 14W08C benötigt, laut Entwickler. Ich habe aber keinen Plan mehr, wie man an alte Snapshots rankommt, denn wirklich, ich habe es probiert im Launcher, aber da werden nur die unter der 1.9 oder vor der 1.10 angezeigt. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, denn so kann ich euch die Map nicht ganz demonstrieren. Ich blende euch hier einen Screenshot ein, wie ihr eigentlich die ganzen Spieler machen müsste. Das funktioniert aber nur auf dem alten Snapshot. Wer also von euch noch einen Plan hat, wie man da rankommt, kann sich die Map herunterladen. Den Download-Link findet ihr unten. Und das Ganze hier angucken, wie hier quasi nacheinander Klone erstellt werden von dem, was man anhat. Jetzt zum Abschluss habe ich noch was richtig Fettes. Und zwar was aus der Fallen-Kategorie. Ja, ich weiß, da steht ja mega drauf. Und zwar die Infinity Falling Trap. Und hundertprozentig, die funktioniert jetzt. Oh nein, das ist ja gerade eine Kuh. Digga, nein. Ui. Oh Mann.
Jetzt hat man die Falle schon gesehen. Folgendermaßen funktioniert diese Falle. Ihr werdet hier quasi reingehauen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir manipulieren die Falle mal kurz. Das bedeutet, wir töten eben mal die Kuh. Komm mal her. Ach so, und jetzt bauen wir kurz die Netze ab. Zack. Hui. Hui. Ah, wartet. So. Wartet, ich habe das mal eben ein bisschen getürkt. So, eigentlich normalerweise wäre die Falle richtiger Abfuck, weil ihr in den Spinnnetzen hängen bleibt und langsam nach unten gleitet. Dadurch, dass wir jetzt quasi... Wow, warte. Dass wir jetzt quasi hier reinfallen, zack, so, und wieder hochgepusht werden, zack, wieder drauf landen, over. Ja. Okay. Reicht jetzt. Man fällt wirklich Infinity-mäßig. Also wer von euch sich die Map runterlädt, kann sein Freund damit richtig, richtig mega fett geil trollen, wenn er das nachbaut. Ihr braucht nur ein paar Slime-Blöcke, sonst sieht es eigentlich ganz simpel aus. Gut, das war's mit diesen drei Maps. Also sagen wir mal, eine coole Comment-Map, also eine coole Map, wo man wirklich was spawnen kann. Eine Trash-Map, wo man einen alten Snapshot braucht und eine Fallen-Map, die ja so oder so bei euch gut ankommt. Ihr könnt natürlich das Video mit euren Freunden, Familien, Verwandten teilen. Und ihr findet einen Download-Link, also einen Planet Minecraft-Link zu allen Maps unten in der Videobeschreibung. Und Leute, ja, falls jemand fragt, ich verlinke euch den Ich Dance mit The Gänse-Song auch unten, wenn ihr den feiert. Dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, dass das Wetter sich ein bisschen hier beruhigt. Es ist viel zu warm, ich schwitze so aus. Ich hoffe, ich schaffe das hier aber alles noch. Wenn es euch gefallen hat, logischen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann morgen Abend zu einer neuen Folge Who's Your Daddy wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao.